Ah ja, fangen wir mal an. Du sagst es, genau. Dann tun ja, wir dann das. Fangen wir an. Dann fangen wir an und zwar mit unserem großen Rückblick, der ein bisschen länger dauert wird. Also schnappt euch irgendwas und haut euch aufs Ohr. Nicht einschlafen. Also, ist nicht ganz, wie ich vermutet, dass es dreistellig wird, aber es ist nicht ganz. Nicht ganz? Na. Sind 90. Es geht ja noch. Wir fangen an bei A. A wie Andy Maisfeld. Große Freude, Andy Maisfeld kam ja eine neue Folge raus, so plötzlich und unvermittelt im Juni. Ach Quatsch, im Juni, im Mai, wir sind ja im Rückblick. Und zwar sind wir auch schon bei Folge 9 mittlerweile. Andy Maisfeld und der Fluch der Briefmarken. Ein Hörspiel von Tom Steinbrecher, jetzt ja rausgekommen bei Maritim. Passt auch irgendwie schön, ne? Maritim ja. Und Andy Maisfeld hat irgendwie was, hat einen schönen Klang. Ja, ja. Es geht diesmal um den guten Armin, der beste Freund von Andy Maisfeld, der ein Philatel-Dingsbums ist, ne? So ein Briefmarkensammler. Genau. Und von dem Schläger quasi der Klasse das Angebot kriegt, Briefmarken zu kaufen. Denn ein Anverwandter hat diesem Prügelknaben eben diese Briefmarken vermacht. Naja, indirekt. Der kann halt nichts damit anfangen, aber der denkt sich, ach, ich kenne ja da jemanden, der Briefmarken sammelt. Und ja, der gute Armin kauft diese Briefmarken dann auch. Aber nicht nur die, sondern auch welche, die er nicht zuordnen kann. Und er kennt sich eigentlich ganz gut aus, aber mit denen kann er irgendwie nichts anfangen. Aber er denkt sich, die sind vielleicht selten. Jo, Andy Maisfeld kommt dazu. Ja, die beiden versuchen dann eben rauszufinden, was es mit diesen Briefmarken auf sich hat. Fragen dann erstmal diverse Experten und geraten da auf die Spur eines großen Geheimnisses. Unter anderem taucht dann ganz unvermittelt ein komischer Geistermönch auf, was das Ganze ein bisschen merkwürdig macht. Und die drei, denn Alexa kommt dann auch noch hinzu, erhalten dann Drohungen, dass sie sich nicht mehr mit diesen Briefmarken beschäftigen sollen. Und ja, das hat halt schon sehr, sehr viel Jugendhörspiel-Charme. Mhm. Wirklich, also die diversen Partikel dieser Geschichte, das hat alles so schöne Anleihen. Also auch dieser Schlägertyp zum Beispiel, das ist wie aus dem TKKG-Universum entsprungen. Ja, und auch wie es dann tatsächlich weitergeht und dieses Rätsel, das hinter den Briefmarken steckt, das ist dann auch schöne Ermittlungsarbeit und hat dann eben auch so diesen, also so ein bisschen drei Fragezeichen, wie dieses Rätsel so gelöst wird und diese Puzzlestücke zueinander passen. Und so ist das insgesamt halt mit sehr vielen Anleihen wieder ein sehr schönes, flottes Jugendabenteuer-Hörspiel geworden. Und wie es eigentlich Tom sagt, ein Hörspiel für die ganze Familie. Und das trifft eigentlich die beste Folge der Reihe. Die beste, ja, ich fand das mit der Platte noch geiler. Aber das war irgendwie so eine ganz spezielle Folge. Ja, aber ich fand so von der Mischung aus Jugendhörspiel, Anleihe und diese Wendung, die das Stück hat, das fand ich schon richtig clever. Also höchstes Lob und ja, bitte anhören. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, nicht nur was für die Kleinen, sondern auch für die Nostalgiker unter euch und Familienmenschen. Ja, dann gab es was Neues bei Lübbe Audio. Da hat man sich auch gedacht, wir machen ja mal wieder Hörspiele und haben sich den Stoff Das Jesus-Video rausgesucht von Andreas Eschbach, das ja vor schon einige Zeit her, oder dass das ein Bestseller war. Waren das noch die 90er? Irgendwie ich hätte auch gesagt, das wäre schon in den 90ern gewesen. Und man lässt das Ganze mal bei Stil vertonen, weil Stil heißt ja nicht umsonst Stil, sondern die können das ja und ja, beweisen das hier auch wieder. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es meiner Meinung nach die Story nicht allzu viel hergibt. Also es geht im Groben darum, es ist eine Ausgrabungsstätte in Israel, da taucht ein Skelett auf und bei diesem Skelett gibt es einen Beutel, der dabei liegt und in diesem Beutel liegt eine Bedienungsanleitung für eine Videokamera, die es noch nicht auf dem Markt gibt. Es ist dann schnell allen klar, hier muss ein Zeitreisender gefunden worden sein. Ja. Schon habe ich mein Problem. Irgendwie das mit dem Zeitreisenden. Ich ja, weiß nicht. Das ist mir am Ende zu doof, muss ich sagen. Wo dann er nochmal kommt, quasi? Wo er quasi, Also das ist, also ich hätte mir ja nur irgendwie vorstellen können, wenn man das Ganze aufgelassen hätte, das Thema Zeitreisen, und hätte diesen Schluss gar nicht, da hätte ich mir ja gesagt, naja, ist dann halt so. Aber tatsächlich, der Schluss macht es ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Finde ich, also weil da ist ja noch gar nicht, also... Das Problem ist halt, da wird man sofort in eine Kerbe gedrängt und denkt sich, ja okay, es kann nicht anders sein, also ist es ein Zeitreisender und... Mhm. Das drängt die Geschichte halt gleich in eine Ecke, die es halt irgendwie schwierig macht, dieses Mystery noch aufrechtzuerhalten. Mhm. Das sollte ja eigentlich irgendwie was Mysteriöses sein. Also ich habe immer hier an die Vatikan-Verschwörung von Kai Mai, muss ich immer denken. Mhm. Habe dann immer gedacht, ja, das ist irgendwie viel spannender aufgebaut. Und das ist zwar alles schön und gut, auch die Figuren sind
eigentlich ganz nett, das Figurenkabinett. Und dann gibt es den klassischen Bösewicht, dann gibt es hier diesen Handlanger und diesen Medienmogul, der das Ganze finanziert und seine finanziellen Interessen dran hat. Das ist alles schön platziert, aber es wirkt alles ein bisschen bausteinartig, wie das zusammengestellt ist. Ja. Als ob sich wirklich jemand gedacht hat, jo, dann nehmen wir das noch mit rein, das packen wir hier hin und das packen wir hier hin. Das funktioniert nur so bedingt und deswegen stolpert die Geschichte an manchen Stellen. Und die größte Lücke zum Beispiel fand ich, als es um den Heiligen Berg ging, dachte ich, okay, jetzt wird es spannend, das ist ja richtig stark und da Aspekte kommen, die ich auch nicht wusste, zum Beispiel, dass dieses Aufeinandertreffen von Moslems und Christen da auf diesem Heiligen Berg, zum Beispiel, das wusste ich nicht, hochinteressant und dann just in dem Moment, wo man sich sagt, okay, jetzt gehen sie da in diesen Heiligen Berg, nein. Tun sie nicht. Neue Wendung, ja. Stattdessen kommt dann diese Geschichte mit diesem abgelegenen Kloster, wo dann die Schergen kommen und auf das große Geballer losgeht. Ja, das ist ja auch so ein bisschen dünn. So mit dem einen, der einen gibt es dieses Kloster, was ja eigentlich dem Vatikan auch bekannt sein müsste. Ja, also stimmt. Irgendwie trotzdem, also es ist ein bisschen merkwürdiger, so nach dem Motto, oh, ich müsste noch 100 Seiten schreiben, bauen wir nochmal eine Wendung ein. War das so irgendwie, die Story ist nicht so hundertprozentig, also da krankt vieles dran, also das ist alles so ein bisschen gestückelt und nicht alles wirklich schlüssig. Und das kann auch die Inszenierung dann nicht wegmachen, weil es wirklich an manchen Stellen einfach stolpert und das kriegst du auch mit der Inszenierung nicht weg. Aber an sich ist Jammern auf ganz hohem Niveau, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon auf hohem Niveau, denn das ist trotzdem ein hörenswerter Vierteiler. Also das ist spannend, es gibt keine Frage. Also es sind halt, wenn halt die Ecken nicht hören, die ja immer so aufhorchen lassen würden, aber dieses, wie es inszeniert ist und die Musik fand ich toll. Ganz viel Atmosphäre. Ganz viel drin und ganz viel Atmosphäre, ganz toll und also ich sag mal, wer sich auf solche Genre-Stücke versteht, der wird hier auch Spaß dran haben. Das denke ich. Und der wird sich das auch von so paar inhaltlichen oder logischen Lücken, ich sag mal, die so Zeitreise-Stories eigentlich ja oftmals haben. Stimmt. Das ist ja gar nicht so einfach, sowas wirklich hundertprozentig rund zu machen. Also insofern, ja, ich würde es schon empfehlen wollen. Ja, doch, weiß ich auch. Aber das Problem ist halt auch, dass die Erwartungshaltung halt einfach immens ist und man dann da so im Skript schon so auf so ein paar Ecken stößt. Mhm. Das Problem ist aber auch, dass einem das ja auch bewusst ist, also dass dem Autor das ja bewusst ist, also diese interessante Diskussion da mit Stephen Hawking, diesen interessanten Aspekt reinbringt, dass man das ja auch gar nicht auflöst irgendwie. Und das ist halt auch so ein bisschen schade, dass man das also so gar nicht zum Thema macht und dann sich überlegt, ja, wie geht's denn trotzdem, dass der jetzt da ist und so, dass man das sogar noch mit dem Schluss nochmal so den Finger in die Wunde legt, aber dann auch nicht auflöst. Mhm. Das sind so Ecken, die halt wirklich schade sind. Ja, und Udo Schenk mal wieder. Ja. So ein bisschen. Genau. Also man weiß sofort, okay, jo, alles klar. Das ist echt schade. Ja. Ja, gut. Ist halt so. Ich würde ihn jetzt auch nicht als Mutter Teresa besetzen. Das wäre doch mal schön. Wie Santiago Ziesma als Nietzsche. Als Nietzsche, ich muss auch gerade reden. Ja. Ach ja. Nicht in diesem Hörspiel. Nur weil sich jetzt wundert, warum ich Santiago Ziesma nicht gehört habe. Nein, Nietzsche kommt nicht vor. Jo, ja. Dann zu einem Klassiker, den Maritim wieder ausgegraben hat und jetzt wieder rausbringt, und zwar der Schwarze Bumerang, ein sehr spannender Abenteuer-Dreiteiler, der in Australien spielt und zwar 3 Folgen hat das ganze Jahr. Folge 1 heißt Aufbruch nach Australien, Folge 2 Freundschaft und Feindschaft in Australien und Folge 3 Entführung, Bewahrung, Abschied. Du hast es nochmal gehört, ne? Ich habe es nochmal gehört. Was heißt nochmal? Ich habe es zum ersten Mal gehört. Also mir sagte das von früher nichts. Das ist jenseits meiner Kassettenkinderfähigkeiten gewesen, dieses Hörspiel. Mhm. Ich habe das jetzt erst tatsächlich mal wahrgenommen und war total erstaunt, weil das eine wirklich interessante Story ist. Die ist nicht so 0815 Jugendhörspiel, sondern hat so sehr viele Mystery-Elemente drin. Es folgt auch so vom Plot her nicht dem gewöhnlichen. Es fängt zwar relativ normal an, also es geht um eine Familie, die in Deutschland wohnt. Der Vater hat einen guten Job, überwirft sich aber mit der Firma, kriegt dann ein neues Jobangebot in Australien. Und die Familie wandert jetzt nach Australien aus. Also die erste Folge geht es eigentlich quasi nur darum, dass sie jetzt nach Australien wollen. Da sich schon eine merkwürdige Vorgeschichte gibt, weil mit dem Jungen passiert was dann auch später noch entscheidend sein wird, beziehungsweise noch Rückbezüge hat. In der zweiten Folge ist dann quasi die Ankunft in Australien und der Junge verschwindet. Er gerät in Australien in die Wildnis und wird von einem Stamm aufgenommen.
lebt dann bei diesem Stamm und während die Eltern ihn suchen. Und da gibt es halt auch so ein paar Probleme, weil der Vater hat bei der neuen Firma angeheuert und diese Firma entpuppt sich dann doch als nicht so toll, sondern eher als eine kleine Verbrecherorganisation. Und der Vater will da nicht mehr mitmachen, muss jetzt aber, weil die Firma auch eben dafür sorgen kann, dass dieser Sohn gefunden wird. Das ist dann ein interessanter Punkt, der dann im dritten Teil halt eben auch natürlich aufgelöst wird, das Ganze. Und da finden dann auch diese mysteriösen Einschläge, die das Ganze hat, ihre Erklärung nicht, aber sie finden dann zusammen zu einem gewissen Ende. Das ist total vollgepackt mit tollen Ideen und ungewöhnlichen Ideen vor allem. Also ich bin total angetan davon, weil das halt eben, man erwartet ja immer so 70er Jahre maritim, so einen relativ seichten Kram, aber das hatte wirklich schon ganz, ganz tolle Momente und wirklich super Ideen. Also das würde ich doch wirklich jedem empfehlen wollen. Das hat mich echt begeistert. Schön. Also ich habe es nicht nochmal gehört, aber ich fand das damals, als ich es auf Kassette gehört habe, fand ich das auch richtig gut. Ja. Aus den 80ern. Jo, ja. 80er ist. Dann gibt es im WDR Hörspielspeicher ein Hörspiel von Egon Koch, die draufgegangen, meine Tochter und ich. Nur bedingt eigentlich ein Hörspiel, sondern Egon Koch begleitet das Leben seiner, das Aufwachsen seiner Tochter über mehrere Jahre, wobei das teilweise auch ein bisschen, ja nicht fiktiv, aber nachgestellt zumindest ist. Also so wirkt es zumindest. Die Tochter ist ein Scheidungskind, also die Eltern, also Egon Koch und seine Frau haben sich getrennt. Die Tochter wächst als Scheidungskind auf. Wie es zum Klischee dazugehört, gibt es dann, gerät sie dann auf eine Bahn und erlebt einen üblen Drogenexzess, der im Krankenhaus und auch mit einem ganz knappen Absprung von der Todesschippe ist. Ja, Vater und Tochter arbeiten das jetzt in diesem Hörspiel quasi auf. Also es werden so O-Töne eingespielt und hauptsächlich hört man in diesem Hörspiel die Gespräche zwischen Vater und Tochter. Das ist schon interessant. Es ist eine besondere Form des Hörspiels, die mich tatsächlich auch diese Radiostunde wirklich sehr zum Zuhören animiert hat. Also das war wirklich sehr, sehr hörenswert und hat mich schon unterhalten und auch berührt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das muss jetzt unbedingt jeder hören. Also es ist tatsächlich eine sehr private Geschichte, die jetzt auch nur bedingt so einen Allgemeinwert, also ich habe jetzt zumindest so keinen Allgemeinwert für mich da entdecken können drin in diesem Hörspiel. Allerdings bin ich auch nicht in der Situation, kann natürlich auch sein. Vor allen Dingen hat mir die Prämisse da drin gefehlt. Also ich meine, es gibt diesen Drogenexzess, der überwunden wurde und das ist halt quasi so der Dreh- und Angelpunkt und ja, so die Lehren, die da draus zogen, also dass man jetzt sagt, das ist jetzt, hat sich jetzt in besonderem Maße da ausgewirkt oder so. Nee, es ist eigentlich eher so ein Bekenntnis zur Normalität und insofern Empfehlung, ja, aber mit einigen Abstrichen, was so die Message von dem Ganzen betrifft. Aber wie gesagt, dafür ist es authentisch und manchmal ist das Leben ja auch nicht so, dass es die großen plakativen Botschaften hat. Dann, harter Schnitt. Ja. Kommen wir zu Europa und zwar den Dreierblock. Wir fangen an mit den drei Ausrufezeichen. Da gab es die Folge 43 Mitte Mai Nixon-Sommer. Also nicht der Präsident, sondern tatsächlich also diese Fischwesen. Was? Nixon-Sommer, das ist ja schlecht. Ja, ich mache hier immer das Nixon-V. Den Nixon-V, wie heißt denn das? Victory? Ja, nein, es geht um tatsächlich Nixon. Aber auch nicht wirklich. Also, die drei Ausrufezeichen. Ich wollte es mir mal angewöhnen, immer zu sagen Kim, Franzi und Marie und nicht immer die drei Maries. Kim, Franzi und Marie sind im Freibad, wie das halt so ist im Sommer, es sind Sommerferien. Und in diesem Freibad treffen sie auf einen Schwimmer, einen Jungen, der hackengut schwimmen kann. Und man hat da so einen kleinen Wettbewerb draus. Ja, und das ist sehr interessant, weil dieser Junge, der sagt dann, ja, ich komme dann gleich zu euch und dann kommt der Junge im Rollstuhl an. Fand ich interessant. Dann unterhalten die drei sich halt und ja, ist halt eine Figur, die es halt nicht immer mal so im Hörspiel gibt. Ich meine, bei den drei Fragezeichen gibt es ja die Elena oder wie heißt die? Wie hieß denn ja, die? Ich weiß, ja, da gibt es ja auch eine Figur, super, die im Rollstuhl ist, wo das immer mal dann Thema ist. So ist das halt interessante Figur und finde ich auch schön, die wird halt ganz, ganz normal dargestellt. Also es wird jetzt nicht aussehen, ja, der ist im Rollstuhl und immer drauf, ja, der ist im Rollstuhl. Nee, der ist halt einfach mit dabei und der sitzt halt im Rollstuhl. Also viel mehr wird dann halt nicht draus gemacht. Das fand ich schön, das hat mir gut gefallen. Ja, nicht so angetan war ich dann von der Geschichte selber. Es wird halt in diesem Freibad dann angeboten, ja, für irgend so eine komische Gala, dass man sich da bewirbt und sich in so ein Nixon-Kostüm schmeißt und da halt rumschwimmt. Ja, und da machen sie halt dann mit. Und es ist halt schwierig, weil so ein Nixon-Kostüm hat man jetzt nicht jeden Tag an und in so einem Nixon-Kostüm zu schwimmen ist ja schwierig. Blablabla.
alles uninteressant. Eigentlich geht es dann um Diebstähle. Und zwar ist ja der Holger, ist der Freund von einem von den dreien. Frag mich nicht von welcher, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Von Marie. Von Marie, du sagst es. Und die Mutter von Holger arbeitet als Hauswirtschafterin in so einer reichen Familie. Und just dort wird halt was geklaut. Und sie ist quasi die Einzige, die noch einen Schlüssel hat. Und deswegen ist sie die Hauptverdächtige. Finde ich auch schön, ja. Muss ja dann so sein. Ist ein schöner Arbeitgeber. Ja, und in dem Fall ermitteln eben die drei Ausrufezeichen. Und damit hängt eben auch noch zusammen, dass in diesem Freibad, das belauschen nämlich die drei, irgendwas Komisches in den Schließfächern vorgeht. Wo so komische Figuren irgendwelche Sachen verstecken, rausnehmen und wieder reinpacken und so weiter. Das ist der Fall dann auch. Es geht, würde ich jetzt mal sagen. Das Interessante war halt diese zusätzliche Figur. Alles andere ist so, ja, das ist in Ordnung. Jugendhörspielstandard. Ich fand es diesmal auch nicht so schlimm von der Produktionsweise. Es ging eigentlich in Ordnung. Kann man sich anhören. Ist halt ein Sommerhörspiel. Ja, ist okay. Also da war, ich glaube, die letzte Folge war ja die, die mir nicht so gefallen hat. Nee, da war das schon deutlich stimmiger, würde ich jetzt mal sagen. Ja, bis auf diesen Mädchengedöns halt. Ich weiß nicht, halt das ja immer für ein bisschen doof, ganz ehrlich gesagt. Ja. Wenn da so drauf rumgeritten wird auch. Oh, machen wir, ja, schwimmen wir bei der Gala mit. Machen das Mädchen wirklich? Ja. In dem Alter mit 16 oder wie alt die sind? Nee, oder? Nein. Ich halte das immer für ein bisschen komisch. Da wird auch so ein bisschen... Mit 16 fangen die an, Jacken zu erpressen und sowas. Genau. Ja. Klassische Mädchenlaufbahn. Ja, aber wie gesagt, geht in Ordnung, ist okay. Dann kommen wir zu den alteingesessenen drei Fragezeichen. Die 181, das Kabinett des Zauberers. Jo, magisch geht's zu. Eine Schulklasse mit Lehrerin taucht auf dem Schrottplatz auf und belagert die drei Fragezeichen. Die sollen herausfinden, was denn da passiert ist. Denn bei der Vorstellung eines Zauberers geht selbiger verschütt und ist weg. Ja. Komisch. Fand ich am Anfang schon sehr merkwürdig. Ja, die drei ermitteln und finden dann raus, dass es auf der Bühne, wo eben diese Zaubernummer stattgefunden hat, dass es da quasi ein Versteck gibt, wo sich dieser Zauberer quasi aufhält. Das ist dann auch das Tricks Lösung letztlich, wie er normalerweise verschwindet, aber er ist halt tatsächlich komplett verschwunden. Dann geht's eigentlich um ein kleines Büchlein, das die drei Fragezeichen dann just in diesem Versteck unter der Bühne finden, worin diverse Zaubersprüche eines, von 1863, keine Ahnung, von so einem alten Zauberer drinstehen. Aber eben nicht nur das, sondern mit diesem Büchlein hat es mehr auf sich und hinter diesem Büchlein sind dann tatsächlich auch andere her und damit hängt auch dieses Verschwinden des Zauberers zusammen. Und daraus entwickelt sich dann letztlich der eigentliche Fall, um den es geht. Joa. Also Michels war's, ich fand's so schlicht nicht diesmal. Ich war eigentlich ganz angetan davon. Warst du? Ich fand's ein bisschen langweilig, ganz ehrlich gesagt. Also es ist einfach zu lang für die Story, das wohl. Aber ich sag mal so, unter den drei Fragezeichen-Aspekte, das war eigentlich so alles drin, was man gerne in so einer Folge hätte. So ein bisschen was Rätselhaftes, Abenteuer, dann dieses Geheimnis mit dem Verschwinden. Also das war alles schon da. Ja. Dass es ein bisschen lang war, also das hätte ein bisschen geraffter werden können. Es hätten so einige Szenen hätten auch raus oder zumindest hätten die nicht so viel Raum gebraucht. Aber zieht sich halt ein bisschen, aber also langweilig direkt fand ich es jetzt nicht. Ja, also es hat sich halt gezogen. Das liegt aber auch an dem, dass man den einfach, dass ich ihn einfach immer noch gern zuhöre, durch dieses, was soll man denn sagen, durch dieses Lebendige, was die einfach haben. Das macht halt auch vieles mit. Insofern, also langweilig habe ich in diesem Monat andere Sachen gehört. Es gibt Schlimmeres, ja. Also ist kein Überknaller, ist aber auch keine Folge, die ich jetzt ins Regal stellen würde und nie wieder rausholen möchte. Sondern da gibt es ja auch einige, wo man denkt, die höre ich im Leben nicht nochmal ein zweites Mal an. Also das würde mich jetzt nicht ärgern, die nochmal zu hören. Ja, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Eigentlich würde es nur bedingt empfehlen. In geht so. In geht so, genau. Juhu. Dann zu einem Hörspiel, das eher so Insidern, würde ich jetzt mal sagen, bekannt ist aus der Kieler Region. Und zwar gibt es ja das Triple Rohkost. Ingo Rutkowski, Christian Kock und Jan-Hendrik Steinfeld. Genau. Diese drei sind nämlich die drei Herren. Und die drei Herren sind ein Krimi-Trio, das schon seit längerem, also das gibt es jetzt wirklich schon relativ lange, ermittelt eigentlich auf der Bühne und zwar in einer besonderen Form. Und zwar haben sich die drei quasi zu eigen gemacht, eine Form des Live-Hörspiels, dass sie quasi zum Tonband live sprechen und spielen. Die drei sind halt die drei Hauptfiguren und haben halt den Bärenanteil des jeweiligen Hörspiels dann und lassen quasi dazu
das Hörspiel laufen. Und das ist, fand ich immer eine sehr, sehr spannende Art, Live-Hörspiel zu machen und eine sehr, also rang mir immer sehr, sehr viel Respekt ab, was das Timing anbelangt, weil das tatsächlich immer ziemlich gut funktioniert hat auf der Bühne. Und das ja wirklich erstaunlich ist, dass das geht mit dem Timing. Mhm. Jo, und dann gab es vor einem halben Jahr, hätte ich jetzt gesagt, den ersten Fall der drei Herren. Auch Oktober kam der. Im Oktober. Auf CD. Den könnt ihr auch immer noch kaufen tatsächlich. Da guckt ihr einfach auf die Rohkost-Seite. Und jetzt, just im Mai, ist dann auch der zweite Fall auf CD erschienen. Und der zweite Fall schließt quasi nahtlos an dem ersten an, auch wenn 3 Jahre dazwischen liegen. Und zwar gab es den ersten Fall ja, da ging es ja quasi um das erste Aufeinandertreffen der drei Herren. Das ist einmal ein Londoner Detektiv, ein amerikanischer Polizist und ein Physiker. Das ist ein interessantes Trio. Und das Spannende halt bei den Fällen ist immer, das spielt im historischen Milieu. Da geht es immer so um die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und um den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Aber es ist halt immer interessant. Das historische Flair durchweht das halt auch alles. Und ja, es brietet halt immer so ein bisschen. Also der Fall jetzt zum Beispiel hier, das spielt eben auch in London. Da treffen sich die drei Herren eben 3 Jahre, nachdem sie das erste Mal aufeinander getroffen sind, wieder. Und es geht tatsächlich auch wieder um dieses Diamantenamulett, um das es auch im ersten Fall ging, und um den eigentlich tot geglaubten Lord Milford, dem sie eben damals das Handwerk legen konnten. Jo, und das Ganze nimmt halt schon relativ am Anfang eine ziemlich tragische Wendung, denn eine Anverwandte der Steinbergs, wo sie sich eben treffen, nämlich die Cousine, die stirbt, beziehungsweise sie wird ermordet, und da bricht eben dann diese ganze Harmonie auf diesem Landsitz, wo sie sich getroffen haben, auf. Ja, und es geht eben letztlich wieder um dieses Diamantenamulett. Hat Spaß gemacht, wieder. Es ist zwar ein Amateurhörspiel, ist aber relativ gut produziert und hat halt also für mich auch diesen Charme, weil ich das Ganze halt auf der Bühne schon gesehen habe. Mhm. Und das halt der Reiz dieser drei Herren ist, diese tolle Bühnenperformance. Aber also ich finde, das kann man auch separiert hören, und ja, wer sich für Krimis interessiert, für historische Krimis interessiert, kann da gerne mal ein Ohr riskieren, und die CD bekommt ihr auf der Seite von Rohkost. Genau, Link findet ihr dann da oben. Gruß nach Kiel an die drei und an alle, die im Hintergrund eine Rolle spielen, unter anderem unseren lieben Klausi, der den Lord Edgar Allan Milford wieder gespielt hat. Hm. Es war zwar schon 2013, aber er wird ja die CD bestimmt auch gekriegt haben. Grüße, Klausi. Ja, soviel zu den drei Herren. Es kommt noch ein Herr wieder, und zwar gab es im vergangenen, oder es ist schon 2 Jahre her, ich weiß gar nicht, den Doberschütz. Letztes Jahr war es, glaube ich. Letztes Jahr war es, ja. Mhm. Eine neue Figur von Tom Peukert, die er für den WDR erdacht hat. Und Doberschütz ist ein Privatdetektiv in der ehemaligen DDR, noch zur, also Vorwendezeit, spielt das Ganze. In der DDR gibt es halt keine Privatdetektive eigentlich. Also Doberschütz hat Kriminalistik studiert und er schlägt sich jetzt so durch, er arbeitet in der Bibliothek, und sein Privatdetektiv sein hilft ihm aber dabei. Denn in dem neuen Fall passiert es, dass eine ehemalige Freundin, die er während der Studienzeit kennengelernt hat, bei ihm plötzlich vor der Tür steht. Die hat sich damals dem Regime zugewandt, ist jetzt quasi, ja, man merkt, sie ist auf der Flucht, gelangt zu Doberschütz und bleibt dort eine Nacht, vergisst ihre Tasche, und in dieser Tasche befindet sich ein kleiner Koffer. Und dieser Koffer enthält brisantes Material. Am nächsten Morgen ist die Freundin verschwunden und Doberschütz hat diesen Koffer. Hinter dem Koffer sind dann doch anscheinend einige her, denn Doberschütz wird auch da gewaltig in die Bredouille genommen. Soll eben den Standort des Koffers, beziehungsweise, also es geht jetzt quasi um das Leben der Freundin, beziehungsweise um den Koffer. Und es entspinnt sich eine Agentenstory, wo der Westen noch so ein bisschen reinspielt, über einen befreundeten Journalisten, der da ist. Das ist alles recht unterhaltsam. Was mir tatsächlich gefehlt hat, war diese Knalligkeit des ersten Teils. Der erste Teil war ein Zweiteiler und hatte viel mehr Tiefe, viel mehr Spannungsmomente. Hier, das verläuft ein bisschen, ist immer noch jammern auf hohem Niveau, aber im Vergleich zum ersten Teil fällt er leider ein bisschen ab. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil da wäre tatsächlich mehr drin gewesen in dieser Story. Ist trotzdem immer noch hörenswert. Ja, ja, klar. Ich fand auch die Geschichte tatsächlich immer noch interessant. Ich weiß ja nicht, war das angeknüpft an reale Begebenheiten? Also es klang manchmal so, als hätt's das wirklich gegeben. Also es fühlte sich irgendwie authentisch an. Ja. Mit diesem Koffer. Ja, das ist halt dadurch, dass die Figuren alle reale Figuren waren, die also so in der oberen Ebene da auftauen. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich, aber ich glaube, das hätten wir irgendwann mal gehört, oder? Dann ist es aber ziemlich gut erdacht.
Ja, es ist Ja. wirklich gut erdacht und es ist auch durchaus vorstellbar. Also geht Also ja da zumindest, dass quasi. es diesen Krieg zwischen diesen zwei Parteien gab, das kann ich mir gut vorstellen. Lieber vorstellen, ja. Ja. Ja, das ist schon, also wie gesagt, das ist schon interessant, aber es ist, ja, der erste Teil hatte halt viel mehr Geheimnis, viel mehr Tiefe. Also wenn ich das mit der Fabrik da noch in Erinnerung, das ist wirklich noch so Szenen, die mir total prägnant noch im Ohr sind. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt, also Das stimmt schon, ja. das Zwingende, das zu hören und gut finden zu müssen einfach. Und hier, ja, ein bisschen schwächer als der erste Teil, aber immer noch auf jeden Fall hörenswert. Also besser als vieles, was ich in diesem Monat gehört habe. Wie zum Beispiel Esmeralda oder Wenn Wetten süß wie Waffen sind von Ilse Döring. Ein Hörspiel, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, ja, was hat man nicht alles in den 70er eingeworfen und dann Geschichten geschrieben? Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, was da irgendwie ans Ohr kommt. Das ist eine Mischung so aus, also so ein bisschen Alice im Wunderland mit zwei merkwürdig unsympathischen Hauptdarstellerkindern. Also das war mir, also so 50 Minuten Hörspiel, wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte. Also das ging überhaupt nicht an mich. Also höret selbst, das Ganze ist bei Mariechen nochmal neu aufgelegt worden. Aber also mir hat sich da diese Story total entzogen. Das wollte nicht an mich gehen. Ich bin immer noch fassungslos, was ich da zu hören bekam. Das war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also ohne Drogen kann ich mir das natürlich nicht erklären. Sorry. Ja, und da hängt ja immer eine Abhängigkeit dran. Das ist dann auch immer Ja. doof. Apropos komische Standard. Na, das ist eher eine Standardgeschichte. Das ist eher das Gegenteil. Geisterschocker 62, der Fluch des Geistes bei der Romantruhe, ist am 27.05. rausgekommen und produziert wurde das Ganze von unserem lieben Duo Steinhardt. Also Paul Burkhardt hat einen Dialogschnitt gehabt, Tom Steinbach hier die Regie und Musik auch von Tom Steinbach hier. Ja, wäre die Inszenierung nicht gewesen, dann hätte ich die Geschichte komplett in die Tonne gehauen. Also, was ist das denn für eine Geschichte? Ja, ich Hä? bin, Ich also ich bin. habe wirklich am Anfang gedacht, boah, das wird richtig gut, weil das so wirkte, als würde man hier quasi den Kriminalfall, den tatsächlichen Kriminalfall, quasi so anhand dieser Geistergeschichte irgendwie wieder aufrollen. Ist Nee. nicht. Um gleich Der vorwegzunehmen. Typ wird verflucht von seiner Ja, eigenen Frau ja. und kann dann irgendwie mit Geistern reden. Und erlöst dann diese Frau am Ende wieder. Aber der Fluch geht nicht von ihm und haha, Fortsetzung folgt quasi. Er hat immer noch die Fähigkeit mit Geistern hier in Kontakt und so weiter. Uiuiui. Huhuhu. Ja. So eine 0815-Geschichte. Nein, noch nicht mal. Also die ist noch nicht mal, also das sind 0850 war, weil diese Figur, die hat überhaupt kein Profil, oder? Also kein durchgehendes. Nee. Also dass man sagt, der wirkt am Anfang so total, was soll man denn sagen, so unsympathisch. Am Ende steht er so da, als würde er da um die Frau so groß trauern und mit unheimlich viel Kitsch wird das dann quasi da diese Liebesgeschichte beschworen. Am Anfang ist da überhaupt keine Rede von. Das ist am Anfang, hat man so den Eindruck, dem ist das egal, ob die jetzt, also so ganz merkwürdig. Komisch, Also also die Story ist echt, das ist nichts. Die das gefällt mir Inszenierung überhaupt ist, nicht. die fand ich super, weil ich tatsächlich, am Anfang habe ich gedacht, als ich die ersten drei Tracks gehört habe, da habe ich jetzt irgendwie einen Track übersprungen, fehlt da irgendwas. Das ist so super erzählt, weil das halt so bricht und teilweise Sachen überhaupt nicht erzählt werden. Und das fand ich total klasse, weil das wäre wirklich mal was sowas ist, wo ich als Geisterschocker-Hörer tatsächlich mal so ein bisschen intellektuell herausgefordert wurde, so einer Story auch mal so ein paar Brüche zugestehen. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr gelungen. Also man hat wirklich harte Schnitte drin. Das macht's tatsächlich interessant. Aber dann? Aber die Story, also der Plot, ist ganz merkwürdig. Also ganz merkwürdige Figur, ganz merkwürdige Motivlage und aus diesem grandiosen Auftakt, wo man denkt, ja, das ist halt wirklich, da könnte jetzt wirklich eine super Story draus werden, macht man dann halt nichts. Man macht halt so ein typisches schmonziges Ende dran. Boah, das ärgert mich dann so. Man denkt, das hätte man doch was draus machen können. Und dann ist da nur so Gedöns. Ja, schade. Naja, ich habe halt ein bisschen Angst davor, dass das jetzt in Serie geht. Um Gottes Willen. Wie schon, wie hieß der andere? Der Schlimme, wo wir uns immer gekrümmt haben, wenn da eine neue Folge kommt. Ballard. Ja, da auch. Nee, innerhalb Ach der hier, bei Geisterschocker. Geisterschocker, ja, der, Der eine. wo der Halvard am Anfang noch das auf den Weg gebracht hat, oder? Ach nee, den meine ich gar nicht. Ja, der ist auch furchtbar Mad geworden, das stimmt. Max? Nee, wie hieß er? Mad Max, richtig. Wie hieß er denn? Malcolm Max? Malcolm Nee, Max, richtig, glaub. du hast recht. Nee, ich hab Ja. diesen anderen, da gab's doch noch einen, der so furchtbar war. Ich fand den schon furchtbar genug. Also muss nicht sein. Ja. Sucht euch irgendwie, oder schreibt irgendwie selber was, wäre Ja. die sinniger. Apropos, Ja. schreibt mal selber was. Am 6.5. kam auch die neue Gespensterkrimi-Folge 8 raus, die Blutbestie bei Contendo Media/Audionarchie.
eine ultraklassische Splatter-Heftroman-Story. Und zwar geht es um einen verrückten Professor, der ein Unsichtbarkeitsserum geschaffen hat. Und der Schwiegersohn in Spe stellt sich tatsächlich, ist so schlau und stellt sich hier zur Verfügung, um das erste menschliche Versuchskaninchen zu sein, nachdem es bei Tieren anscheinend schon geklappt hat. Ja, was passiert? Natürlich geht's schief. Der wird zwar unsichtbar, aber irgendwie kommen dann komische Geräusche aus diesem Käfig, der gesperrt ist. Dann bricht er aus und schnappt sich erstmal den Verursacher des Ganzen und seine Angetraute ist dann auch da und flieht. Und ja, das Unheil bricht über diese kleine Stadt herein. Erst hat man hier den Professor noch groß bejubelt und sagt, oh ja, der wird dann der Ehrenbürger. Tja, jetzt ist er dafür verantwortlich, das Angst und Schrecken umgehen in Holdsworthy, heißt die Stadt. Und ja, die Blutbestie zieht selbige Spur dann auch durch die Kleinstadt. Und dann kommt ein, irgendwie aus dem Nichts, so ein Ermittler mit ins Spiel, der sich des Falles annimmt. Und den fand ich irgendwie ganz merkwürdig. Ja. Der hat irgendwie so mal so gar nicht in diese Geschichte reingepasst, fand ich. Das war irgendwie so dran gestückelt, hat sich das angefühlt. Ja, und so nimmt die Geschichte halt ihren Lauf. Das ist halt so eine ganz traditionelle, ja Grusel-Splatter-Geschichte. Auch nicht vor Originalität. Obwohl, es gibt ein paar gute Szenen. Also ich fand diese Polizisten-Szene, fand ich super. Und der eine geht dann ins Moor, um diesem Unsichtbaren auf die Spur zu kommen. Und der andere bleibt dann am Auto. Und das fand ich wirklich sehr schön, auch von der Inszenierung her und auch von den Spannungsmomenten. Also das war wirklich... Von der her ist alles in Ordnung. Also ja, an der also würde ich jetzt auch nichts bemerken. So eine herausragende Szene. Aber ja, das, also auch wie du schon sagtest, dieser Geisterjäger, der dann auftaucht. Aber das ist halt auch so die Hilflosigkeit der Plotautoren, die dann halt da irgendwie das ganze Ding ja auflösen müssen. Ja, das Problem ist halt, Geisterjäger immer super. Du hast halt dann so eine Geschichte vor dir. Was machst du denn aus der? Das ist halt wirklich schwierig, sowas heute irgendwie sinnig zu erzählen, ganz ehrlich gesagt. Ist halt schwierig. Ja, also Geschwisterkrimi hat mich schon mehr überzeugt als die letzten Folgen, muss ich sagen. Hat am Anfang mehr Lust gemacht, das zu hören, als man noch so... Es schlägt halt wieder in die klassische Kerbe. Und diese klassische Kerbe geht dann halt eher in Richtung Geisterschocker. Und Unterschied macht halt die Inszenierung. Ja. Die ist halt ein bisschen splatteriger und so Monstergeräusche und so weiter. Das ist alles wirklich nett. Aber wenn die Geschichte halt dann irgendwie nicht packt. Und das ist halt wirklich schon sehr klassisch mit diesem Professor und der Unsichtbarkeit. Und ja, das ist ja okay. Also es darf ja auch klassisch sein, aber es ist halt dann... Es ist sehr, das sehr war fünffach unterstrichen. Das ist halt schon quasi zu einer leeren Hülle ein bisschen verkommt. Ja, es müsste dann halt originell aufgebraun werden. Das wär halt so der Kniff dabei, aber... Ja, man bleibt dann halt. Für Freunde des klassischen Grusels, wehenden Fahnen, Empfehlung. Ja, aber sonst wirklich mit Abstrichen. Naja. Dann kommen wir zum Science-Fiction-Genre. Es gab nämlich auch aus dem Hause Interplanar eine neue Folge von Helios 4 2265. Und zwar die Folge, wo sind wir angekommen? 6. Die Bürde des Kapitäns. Captain Cross wird auf eine Mission geschickt. Am Anfang ist das sehr, sehr spannend, weil man nicht am Anfang der Geschichte einsteigt, sondern schon einiges mitbekommt, nämlich, dass Captain Cross anscheinend irgendwie im Sterben liegt und dem Tod anscheinend zweimal schon kurz von der Schippe gesprungen ist, er aber immer noch in Lebensgefahr schwebt an Bord der Hyperion. Und die Hyperion befindet sich auf dem Weg ins Palinengebiet. Dort soll nämlich etwas Ungeheuerliches passieren. Captain Cross hat nämlich den Auftrag bekommen, das erfahren wir dann später in Rückblicken, eine Bombe abzuwerfen und möglichst viele Paliden um die Ecke zu bringen. Und mit den Paliden ist ja so, da gibt es ja die hohen Paliden, die eigentlich bösen Paliden sind, und dann gibt es die Sklavenpaliden, die ja eigentlich die Menschen sind in dieser Exorüstung. Höchst dramatisch alles. Ja, und auf diesem Weg ins Palidengebiet ist anscheinend irgendwas passiert und Captain Cross, mit ihm muss irgendwas passiert sein, denn, wie gesagt, er liegt eben im Sterben. Und diese Bürde des Kapitäns hat jetzt ein anderes Crewmitglied, und angekommen im Palidengebiet gibt es natürlich diverse Probleme. Sie werden natürlich geortet, dann tritt einiges ein, was dann zu unschönen Wendungen führt. Und das Ganze vor allem am Schluss sehr, sehr dramatisch und drastisch auch macht. Also es sind wirklich ganz krasse Szenen drin. Und Michalot, den guten Mark Brandis, den man eigentlich als den guten Mark Brandis kennt, hat so richtig schön Gelegenheit, seine fiese Seite zu zeigen. Mehr verrate ich noch nicht. Das ist der eine Teil der Geschichte, und der andere Teil,
Da geht es um die ehemalige Bordärztin Irina Petrova, die ja verurteilt wurde und auf einem Planeten landete, wo politische Gefangene halt stationiert sind. Ja, das ist quasi der andere Part der Geschichte, wie sie mit einem anderen Gefangenen ja dort versucht zu fliehen letztlich. Ja, und dort erfährt man auch, was denn diese Bordärztin, das fand ich ganz spannend, herausgefunden hat zum Thema Paliden. Das ist nämlich nicht allen bekannt, dieses Geheimnis der Paliden, eben, dass das teilweise menschliche Sklaven sind, die in Rüstung stecken. Ja, und sie versuchen dann eben diesem Planeten zu entfliehen und das führt dann auch zu einer, also spitzt sich dann auch sehr, sehr dramatisch zu. So haben wir quasi zwei Parallelstränge von Handlungen, die sich zuspitzen. Und also vor allem dieser Part an Bord, der Hyperion, das hat mir sehr gut gefallen. Also gerade auch mit diesen Rückblicken und dass man am Anfang da richtig reingeschmissen wird und nicht weiß, was Phase ist. Toll. Hat mir gut gefallen. Fand ich tatsächlich, bis auf die zweite war es, glaube ich, die auch mir so gut gefallen hat, fand ich das eine richtig, richtig gute Folge, fast die beste Folge. Und insofern, also man wird auch mit einem sehr üblen Cliffhanger verlassen, freue ich mich doch sehr auf die nächste Folge von Heliosphere. Aber wie gesagt, man muss dranbleiben, das ist ja mit ein neues Figurenkabinett. Okay, was heißt neu, sind ja auch schon bei Folge 6, aber sind ja dann doch schon einige Leute, die man da auf dem Schirm haben muss. Ja, so ein bisschen muss ich zumindest jetzt noch ein bisschen reinwachsen in die Serie, aber das ist wirklich auf einem guten Weg und an der Soundkulisse und an der hörspielerischen Umsetzung da Interplanar, da funktioniert alles wunderbar. Insofern freue ich mich auf die nächste Folge. Aber noch nicht genug Science-Fiction. Wir hätten nämlich nochmal Science-Fiction. Und zwar gibt es was Neues vom Ohrenkneifer. Die haben sich eine Kurzgeschichte von Sven E. Hüsken genommen und erzählen die Story Iris. Es geht um eine Raumstation, die auf dem, ist das Jupitermond oder um den, ja, um den Jupitermond kreist. Da gibt es ein Problem. Es gibt einen Transporter, der in der Nähe ist und der da halt nach dem Rechten gucken soll. Und just dieser, der Kapitän dieses Transporters ist der Ex-Mann der Leiterin der, dieser Raumstation, was schon für ein bisschen Sprengstoff in dem Sinne sorgt, dass man da nicht so zumindest erwarten kann, dass das jetzt zumindest so ein menschliches Problem da noch mit reinspielt. Ja, es ist eine schöne Verbeugung vor großen Genre-Klassikern wie Alien und 2001. Das ist aber auch ganz bewusst so. Das geben die Macher auch direkt zu und das soll es auch sein. Mir ist es tatsächlich ein bisschen zu viel Verbeugung, aber es ist wirklich eine spannende Story geworden. Die ist also toll erzählt. Super erzählt. Es ist vom Ablauf her total spannend. Dieser Kniff zum Beispiel, auf den Roboter ins Spiel zu bringen. Und ja, das über den Roboter erzählen zu lassen und lauter so kleine Kniffe, was die Erzählweise anbelangt, das ist toll, das ist wirklich total gelungen und völlig schlüssig, da stolpert man nicht, weil es halt eben keinen Erzähler gibt und das ist, finde ich, wirklich super gelöst und auch von den Sprechern her, das Zusammenspiel der Sprecher ist einfach geil. Da merkst du wirklich, das wird auch am Ende zwar nochmal unterstrichen, aber man spürt das ja auch beim ersten Mal hören, diese Lebendigkeit im Zusammenspiel, das ist toll. Ja, das stimmt. Und eine ganz tolle Soundkulisse, fand ich. So eine griffige Soundkulisse. Ja, es ist wirklich, also man hat diese Anlehnung, die man an diese Klassiker macht, die hat man dann auch schon versucht deutlich zu machen, also und auch deutlich mit Leben zu füllen. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, also man hat jetzt hier so eine Fanproduktion vor Ohren, wo jetzt jemand versucht, da so eine einfache Huldigung zu machen, sondern das ist schon mit Klasse ausgefüttert. Also da gibt es gar kein Vertun. Also mir hat es richtig gut gefallen tatsächlich. Ohne Frage, eine gute Story, aber es ist natürlich, ganz toller wenn man Schluss die Originale kennt, weiß man ja schon vieles, beziehungsweise merkt viele Ideen, die da identisch sind. Hm. Also das hat so, man könnte jetzt, wenn man böswillig wäre, auch sagen, da ist vieles abgekupfert, aber wie gesagt, als Verbeugung ist es durchaus okay. Und ein ganz tolles Making-of, wo man sich wieder Gedanken gemacht hat, das fand ich auch schön. Ja, das ist super. Das finde ich so klasse beim Ohrenkneifer. Und in der Form auch. Also man hat sich Gedanken gemacht, was können wir machen und ja, da nimmt uns Marc Schülert quasi mit an Bord und erklärt, ja, wo die Ideen herkommen. Und, und auch die Details, die man vielleicht so beim ersten Hören gar nicht wahrnimmt, die man dann beim zweiten Hören nochmal so entdecken kann. Klasse. Sehr schön. Ja. Also ich bin voll des Lobes. Ich mit dem kleinen, mit der kleinen Menge, also ich wurde super unterhalten, keine Frage, aber ich würde so ein kleines Mägelchen würde ich dran machen. Also so von 12 vielleicht nur 13 Sternen geben oder so.
Jo, dann ins Geisterjäger-Genre mal wieder. John Sinclair mit einer regulären Folge, die 108. 108. Satans Knochenuhr. Der Titel lässt schon auf einiges hoffen. Es geht wieder ins Hexenreich. Dann könnt ihr euch schon denken, wer im Mittelpunkt stehen wird. Ja, es ist Jane Collins. Das ist jetzt keine große Überraschung erstmal. Und zwar hat sich Jane Collins wieder was Böses ausgedacht. Und zwar lockt sie John über Sheila Connolly, die sie quasi kidnappt und besessen macht letztlich, in ein Reich, in dem es eben diese ominöse Knochenuhr gibt. Da spielt dann aber auch noch ein anderer rein, nämlich ein Filmproduzent, der seine Frau umgebracht hat, der so schmutzige Filmchen macht. Das ist dann schon wieder so Heftroman-Niveau, was so ein bisschen anbiedert. Das fand ich ganz, ganz witzig. Ich glaube, das war auch so gedacht. Ja, und über die zwei kommt John eben auf die Spur und landet eben dann zum Finale dann im Endeffekt John in diesem Reich, wo eben diese Knochenuhr steht, mit der es was Besonderes auf sich hat. Die ist nämlich, ich sage einfach mal Spoiler, die läuft nämlich einmal rund und zwar in jeder Minute, eine Stunde geht's. Man ist da quasi so an den Zeiger gebunden, der Zeiger ist natürlich ein Knochen und man durchläuft da quasi sein Leben nochmal und zwar die schlimmsten Sachen, die man erlebt hat in dieser einen Stunde. Und wenn man am Ende angekommen ist, jo, dann war es das. Also hat man noch so eine schöne letzte Stunde vor sich. Bei John ist das noch ein bisschen anders, denn natürlich wird dann John gegen Sheila ausgetauscht und John erlebt dann noch mal ein bisschen was anderes, noch ein bisschen was Fieseres. Ja, will ich nicht verraten. Ist eine interessante Idee, dieser Knochenuhr. Ich habe mich doch schwer an Makabros erinnert gefühlt. Ich dachte, bei Makabros gab es doch auch schon mal sowas. Aber wer jetzt da von wem geklaut hat, ist Makabros nicht auch von? Nee, das ist von Dan Schocker, das ist von Grasmück. Jason Dark ist ja nicht Grasmück. Wie heißt denn Jason Dark in echt? Relegard. Relegard. Naja, also diese Idee ist jetzt nicht ganz so neu. Die ist nicht uninteressant. Auch die Ermittlungen und so, wie das vonstatten geht, wie da Zuko in Bedrängnis gerät zwischendurch und in Lebensgefahr gerät. Alles nicht uninteressant und ganz spannend umgesetzt. Ist halt alles, ja, Groschengrusel. Wie eigentlich immer John Sinclair Groschengrusel in modern umgesetzt. Funktioniert aber ganz gut. Ich bin tatsächlich gut unterhalten worden. Und mit diesen zwei, drei Augenzwinkern fand ich ganz nett. Ist halt äußerst trashig dann tatsächlich am Schluss. Aber das darf John Sinclair ruhig. Fand ich in Ordnung. Kann man sich sehr gerne anhören, tatsächlich. Gut. Ja, ich habe noch gehört, Licht ohne Grenzen von Rainer Schildberger. Das ist eine SWR-Produktion aus diesem Jahr, die es bei SWR 2 aktuell zum Download gibt. Darin geht es um Sonja. Sie ist eine Verkaufsmanagerin eines großen schwedischen Möbelhauses mit dem Namen Furniture. Dem Möbelhaus geht es hauptsächlich um Nachhaltigkeit und sie wollen jetzt aber ins Flüchtlingsgeschäft einsteigen und die Sonja reist nach Neujordanien in ein Flüchtlingslager, will halt versuchen, eine Lampe, die mit Solarenergie betrieben wird, an den Mann zu bringen. Also sie versucht dann halt eben da, dass man dieses Flüchtlingscamp ausleuchtet und da halt eben die ein oder andere Mark zu machen. Sie lernt zwar nicht den Lagerchef kennen, aber sie lernt den Arzt Dr. Naftali kennen. Und mit dem verbringt sie dann einen Tag. Und es geht also quasi in den Gesprächen jetzt nur darum, über diese Situation, die dort besonders ist. Also weniger tatsächlich diese Flüchtlingsproblematik, sondern eher die Kriegsproblematik, die Normalität, die in sowas stattfindet, die Fragen nach der Versorgung mit Wasser und sowas. Das gibt einen interessanten Einblick in diese Situation, hat einen interessanten gesellschaftlichen Aspekt, dieses Hörspiel. Aber am Ende ist es vorbei und so die ganz große Botschaft ist dann irgendwie beim Hörer nicht zu vernehmen gewesen. Es ist tatsächlich über diese halbe Stunde interessant, aber tatsächlich, was so in dem diese Nachhaltigkeit, die in dem Hörspiel ein Thema ist, die fehlt dem Hörspiel an sich leider ein bisschen. Und insofern ein kleiner Wermutstropfen, aber wer die halbe Stunde sich gönnen will, ist es auf keinen Fall vertane Zeit. Ja, es gab etwas Neues. Im letzten Orcast hatten wir schon mit Leonard Koppelmann über Manhattan Transfer reden können. Jetzt haben wir das ganze Stück auch als CD-Fassung zugesandt bekommen und konnten es dementsprechend hören.
Das Stück von John Dos Passos ist bei Hörbuch Hamburg auf CD erhältlich, hat dann 6 CDs und hat eine Spielzeit von 340 Minuten. Die SWR-Radiofassung liegt knapp drunter mit 320 Minuten. Und dann gibt es ja noch diese Deutschlandfunkfassung, die mit nur 200 Minuten ungefähr auskommen wird. Ja, um was geht es? Also es ist ein Roman, in dem es um mehrere Figuren geht, die über einen längeren Zeitraum in New York begleitet werden. Es werden auch nicht alle Figuren immer wieder, also es gibt also eine Vielzahl von Figuren, die nur kurz auftreten. Einige, die halt immer wieder auftreten und um die es dann auch geht. Aber es ist nicht so, dass es jetzt so eine durchgängige Story gibt, sondern es ist tatsächlich, geht mehr so um die Entwicklung in diesen jeweiligen Zeiten, die da drin ist. Das macht es ein bisschen schwierig für die, ich sag mal, für die Normalhörer unter uns, also die jetzt eher so gewöhnt sind, dass man jetzt halt eine Story vorgesetzt bekommt, einen begrenzten Pool an Hauptfiguren, mit denen dann im Laufe dieser Geschichte von Anfang bis Ende irgendwas passiert. Und das ist hier ziemlich durchbrochen. Hier geht es tatsächlich mehr darum, so einen Querschnitt der Gesellschaft zu jener Zeit abzubilden. Und das gelingt unheimlich gut. Also es geht so ganz viel um moralische Aspekte. Es sind ganz viele unterschiedliche Facetten drin, ganz viele unterschiedliche Personen, die ganz eigene, wie sagt man, eigene Mitas haben. Ja, es ist interessant in diesem Punkt, aber wie gesagt, derjenige, der sagt, also ich möchte so eine durchgängige Geschichte hören, also die sollten da die Finger von lassen. Es lebt halt wirklich von den einzelnen Szenen, von einzelnen Momenten. Es ist durch die Bank unterhaltsam und interessant, aber wie gesagt, es ist sehr lange für diejenigen, die was anderes vielleicht da erwarten würden. Also es richtet sich schon an ein sehr spezielles Publikum. Aber großartig gesprochen, großartig inszeniert. Ich finde es wirklich gut, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Vorsicht. Nichts für jedes Ohr. Ich muss noch nachholen. Ja. Das ist wirklich dann was, wo man sich auch rein versenken sollte. Ja, da muss man wirklich eintauchen in diese Story. Also ich fand ja vor allem, also was Leonard Koppelmann dir gesagt hat, mit dem Musikalischen sehr spannend. Ja, dass das ja alles sehr musikalisch aufgebaut ist und quasi Hand in Hand mit dem Musiker und dem Komponisten quasi auch entstanden ist. Mhm. Also das hat mich sehr, sehr gereizt. Da bin ich dann doch gespannt. Dann, du hast noch ein Solo. Ach, ich habe noch was. Navigator ist ein neues Hörspiel von Norman Liebold und Andreas Mulock, was bei Wortpersonal erschienen ist. Auch eher ein kleines Label. Und ja, Navigator geht es um einen Mensch, der in einer nahen Zukunft, es geht um das Jahr 2035, in Köln lebt. Ja, in dieser durchdigitalisierten Welt quasi seinen Alltag fristet. Ja, es läuft alles weitgehend automatisch. Also das Auto fährt einen ohne Probleme selbst zur Arbeit und sowas. Also es ist alles recht gut durchorganisiert und technisch optimiert. Aber unser Protagonist möchte an diesem Tage eben nicht digital unterwegs sein, sondern ganz analog sein Auto steuern. Und dann passiert ein Unfall und er gerät in eine Welt, die mit der offiziellen Welt nichts zu tun hat. Also quasi ein reales Darknet, beziehungsweise eine Aussteigerwelt. Und er lernt dann etwas über diese Gefahren der von ihm so akzeptierten Welt kennen. Das fängt super an, ist total erzählt, es wirkt auch total öffentlich-rechtlich, wenn man das hört. Also es wirkt tatsächlich wie so ein WDR-Hörspiel, so am Anfang mit dieser Zukunftsversion, das hat man ja auch öfter mal, gar keine Frage. Dann bricht das Ganze, als dann quasi so klar wird, wo diese Story hingeht. Und zwar geht es halt also quasi wirklich nur darum, vor dieser Gefahr, dieser durchdigitalisierten Welt zu warnen, also sich da quasi sich komplett zu öffnen und alles preiszugeben und an alle jede Datenkrake mit Daten zu füttern, um dann halt eben im Endeffekt dann manipuliert zu werden. Und das ist mir ehrlich gesagt für eine Story in so einem Hörspiel ein bisschen zu wenig. Also das habe ich schon zu oft gehört, beziehungsweise das ist mir zu offenbar, als dass ich da quasi noch so eine Erziehung bräuchte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht anderen nicht so geht. Also ich glaube, das ist so ein offenes Türeneinrennen gewesen, schließlich über die Prämisse, wo mir ja auch der Bruch ein bisschen zu hart ist. Also es mag zwar sein, dass es vielleicht ins Jahr 2035 die Digital Natives sich darüber nicht bewusst wären. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich glaube, diejenigen, die sich da Gedanken machen, die wissen das auch. Also das ist mir so ein bisschen schwierig. Und dass das dann halt dann so aufbricht und dann auch so kippt in dieser Stimmung, war mir zu einfach. Und insofern, ja,
Fängt super an, aber hinten raus ist mir das Hörspiel dann doch ein bisschen, ist ihm dann doch ein bisschen die Luft ausgegangen und ja, es ist dann zu offensichtlich. Ja, interessant, das ist ja irgendwie aus dem Nichts gekommen, das Hörspiel. Ja, ich weiß auch nicht, wo das dann plötzlich aufgetaucht ist. Ja, aber also auf Ernst August Schäppmann spricht ja unter anderem auch mit. Also hat man ja schon auch zumindest einen namhaften Protagonisten mit an Bord. Ja, ist interessant. Ja, also wie gesagt, es wirkt auch so von der Inszenierung her, hätte das im Radio laufen können. So, das wäre da wahrscheinlich gerade aufgefallen, aber wie gesagt, hinten raus ist dann ein bisschen zu wenig Originalität in der Story. Jo, du darfst leider gleich weitermachen. Zweimal Offenbarung 23 gab es. Der schwarze Tod und Reichtum. Man hat ja so einen kleinen Hoffnungsschimmer in der Serie Offenbarung 23. So langsam wird es ja wieder. Und tatsächlich hatte ich hier auch den Eindruck, es wird langsam immer wieder ein kleines bisschen besser. Aber es gibt auch hier und da immer wieder mal Rückschläge. Immer so mittendrin in der Story, wo man denkt, was war das denn jetzt? Zum Beispiel ist die Figur des, Georg, wir sind schon irgendwie total weg von oder Lolos und Gedönse. T-Rex ist, das ist sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, also läuft's besser, aber diese Figur des T-Rex wird immer seltsamer und immer hat er so ganz eigene Ideen, die nicht nachvollziehbar sind. Und manchmal so eine Arroganz, die irgendwie überhaupt nicht mit irgendwas hinterfüttert ist, das wirkt noch so ein bisschen merkwürdig. Aber so die Storys an sich, also jetzt, als es um die Pest ging, das hatte schon Spannendes, gerade das Pestthema. Mir ist die Verschwörungstheorie mit Pest und Ebola und dass das eigentlich das Gleiche ist und das ist mir zu profan und zu, zu weit weg. Und also wirklich, also dass da irgendwas mit Fakten hinterher wäre. Aber spannend gemacht, also gerade weil dieses Hinterherjagen und Weglaufen vor den dunklen Mächten ist da wirklich gut gelungen. Die Folge Reichtum, da habe ich halt auch wieder das Problem, was ich eben schon bei Navigator hatte, so dieses offene Türen einrennen. Das ist vieles, was man weiß, vieles, was man gehört hat, geht auch vielleicht auch nur mir so, weil ich so ein bisschen so thematisch halt auch drinstecke. Ich weiß nicht, ob das jeder vielleicht in dem Ausmaß, also ob da wirklich vieles. Ich glaube, wir gucken zu viel linkes Kabarett. Ja, das kann sein. Also das habe ich dann auch gedacht. Vielleicht gucke ich einfach zu viel Anstalt oder sonst irgendwas und habe das schon alles gehört. Und wer das nicht macht, lernt da vielleicht noch irgendwas bei. Und es war mir auch wieder zu viel Theorie drin. Also es war ganz, ganz viel wurde erzählt und tatsächlich storytechnisch ging es tatsächlich nicht besonders weit. Vor allen Dingen, weil man das in so ein bisschen krude wieder erzählt, dass so eine Figur einführt, die so ein bisschen, man weiß nicht so genau, was man damit anfangen soll. Also, ich sag mal so, es ist für Offenbarung-Verhältnisse ist es schon wirklich gut, aber es hat halt immer noch so einige Macken, wo ich denke, ach, das hätte nicht sein müssen. Aber ich bin guter Dinge, dass man die Luft nach oben noch nutzt und da vielleicht irgendwann nochmal der Knoten platzt. Mal gucken. Dann gab es die dritte Folge der neuen Serie aus dem Hause Maritim. Oscar Wilde und Mycroft Holmes auch im Mai. Sonderermittler der Krone, der dritte Teil, das Geheimnis des Alchemisten. Und du hast schon wieder ein Solo. Ich habe schon wieder ein Solo, ja. Interessant, da das Thema Spannung verspricht. Es geht um einen Alchemisten, der eine Rezeptur hatte, um Gold zu schaffen. Und diese Rezeptur wurde vom Vatikan geheim gehalten und taucht aber jetzt durch einen Zufall auf und wird für dunkle Machenschaften benutzt. Also tatsächlich taucht plötzlich sehr, sehr viel Gold auf und der Goldpreis bricht auch daraufhin auch zusammen. Ja, Oscar Wilde soll als Priester getarnt nun nach Rom reisen und dem Ganzen ein Ende machen. Das gelingt auch natürlich und es gibt am Ende auch einen entsprechenden Showdown, der das Ganze dann quasi auflöst und dem auch ein Ende zuführt. Problem ist halt bei dieser Story, was mir schon bei Phileas Fogg aufgefallen ist, diese immer gleichen Gegner und das stört mich hier auch schon, weil es halt immer wieder dann der gleiche Ablauf ist. Das ist so ein bisschen schade, weil gerade die ersten zwei Folgen, die haben mich schon überzeugt, weil das vor Originalität gestrotzt hat und auch viel Hoffnung gemacht hat. Und hier kriegt man dann eine relativ gängige Story verkauft, die mit halt diesen Mystery-Elementen, mit dem Gold machen, was mir eigentlich eine Spur zu drüber ist, aber geschenkt ist halt so. Aber die verlässt so ein bisschen den Pfad der Originalität und kommt zu einem relativ normalen Ermittler. Also das wäre auch so, wenn man von diesem mysteriösen Ebene mal absieht, rein vom Ablauf her wäre das auch so eine typische Folge, die bei Holmes, bei Dupin und wie sie alle heißen, auch irgendwie funktioniert hätte.
Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil dieses Duo Holmes-Wilde eigentlich ja Hoffnung auf mehr Originalität bietet und da ganz andere Storys zu erzählen. Also ich bin leider nicht sonderlich überzeugt von der dritten Folge gewesen, von den ersten zwei vorhin schon, aber die dritte ist leider für das, also kann das Niveau der ersten beiden nicht halten. Ja. Wahrscheinlich auch das Problem, dass die ersten beiden einfach zu gut waren. Ja, jetzt ja, normal. Und auch, wie gesagt, auch die Latte dieser Besonderheit dieser Ermittler ziemlich hoch liegt. Und das ist halt hier ein bisschen zu drüber, was die Mystery angeht. Und dadurch, die Figuren kommen auch nicht so aus dem Quark, so dass man denkt, ach, das ist jetzt super gut, dass es Oscar Wilde war und nicht. Naja. Dann kommen wir zu Professor Van Dusen, seine neuen Fälle. Es gab den Fall 6 mittlerweile auch schon. Professor Van Dusen schlägt sich selbst, kam Ende Mai raus. Ja, es geht darum, dass Van Dusen zusammen mit Hedge auf dem Rückweg ist von einem Kongress, der ja sich hauptsächlich um Psychologie gedreht hat und um Hypnose unter anderem. Das ist das große Thema, das über dieser Folge schwebt. Und just im Zug erfährt Professor Van Dusen, dass in einem New Yorker Museum ein Gemälde gestohlen wurde, ein berühmtes. Und das erinnert ihn dann doch schwer an ein Gespräch, das er mit einem Teilnehmer dieses Kongresses hatte, der ihm von den Möglichkeiten der Hypnose in puncto Kriminalität berichtet hat. Nämlich seine Vorstellung des perfekten Verbrechens, das eben möglich ist durch Hypnose. Und Van Dusen erinnert sich daran, dass eigentlich just genau, wie dieses Verbrechen eben abgelaufen ist, von diesem Besucher ihm genauso dargestellt wurde und er das quasi auch zusammen mit ihm nochmal verbessert hat und feingeschliffen hat und entwickelt hat. Also die beiden kommen dann eben zu Hause an, treffen auf Detective Sergeant Rigoletto Caruso. Caruso hat natürlich den Falschen erstmal inhaftiert, was aber nachvollziehbar ist, dass er das gemacht hat, denn der Wachmann, der unter Verdacht steht, also laut Aussage des Museumsdirektors, ist das die Person, die dieses Gemälde geklaut hat. Ja, was aber Caruso nicht weiß, ist, dass das Ganze eben mittels Hypnose dem Museumsdirektor eben eingepflanzt wurde. So nimmt dieser Fall seinen Lauf. Ja, ich befinde mich ja derzeit im Wochenbett. Ich höre unglaublich viel Van Dusen zurzeit. Ich glaube, ich habe in den letzten 2 Wochen an die 60 Van Dusen gehört. Das ist echt ungelogen. Und jeder, wirklich jeder dieser Van Dusen macht unheimlich viel Spaß. Wirklich jeder, der Originale. Also es gibt zwar welche, die völlig skurril sind. Ja, wir hatten jetzt neulich im Wilden Westen. Ich denke, ach du, der ist so albern teilweise, aber ja, das macht unheimlich viel Spaß. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Fall daneben stellt, das ist alles irgendwie schön und gut, aber es fehlt dieser Pfiff. Mhm. Der Pfiff, der die Kosaschen Dialoge durchweht und eben Van Dusen zu was Besonderem macht, das fehlt hier einfach. Das ist mir alles zu normal. Mhm. Das ist mir alles zu normal erzählt und letztlich dann auch zu austauschbar und irgendwie dann doch letztlich, auch wenn es nicht schlecht gemacht ist, das will ich echt nicht sagen, das ist alles wirklich in Ordnung, gut gemacht, aber mir ist das dann letztlich doch insgesamt zu langweilig. Ja, es hätte auch jeder andere sein können. Ja, es hätte auch ein Dupin-Fall sein können, es hätte ein Holmes-Fall sein können. Es liegt auch nicht an Bernd Vollbrecht zum Beispiel, den finde ich immer noch super, als Van Dusen tatsächlich. Es liegt am Hedge und an dem Erzählen der Geschichte und an dem fehlenden Pfiff. Ja. Das ist es einfach, was mir hier auch schon seit 2, 3 Fällen fehlt. Und wenn das halt nicht reinkommt, dann, ja, dann ist es für mich einfach zu weit weg von dem, was ich mir von Van Dusen wünsche. Und so ist es leider auch hier. Mehr kann ich nicht sagen, leider. Ja. Tut mir wirklich leid. Ja, aber du hast mit allem recht. Ich würde nichts ergänzen wollen, weil es tatsächlich so ist, wie du es sagst. Ja, mir tut es auch wirklich leid, weil im Ansatz ist das alles in Ordnung. Vor allem, man merkt auch, es hätte auch gepasst. Also man hätte auch tatsächlich so Hedge noch so ein paar Flapsigkeiten in den Mund legen können. Also ja, der Fall bietet ja... Der Fall selber, ja genau, der ist eigentlich gut erdacht und das passt auch voll auf Van Dusen eigentlich. Ja. Rein vom Fall her, aber von den Dialogen her und wie die Geschichte erzählt wird, macht's doch mehr schnippisch. Ja. Hört euch doch die alten Van Dusen noch mal ein bisschen an und lasst euch da inspirieren vielleicht. Bitte. Ja,